Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. In der letzten Folge haben wir hier einige Sachen weitergemacht. Ich weiß nicht mehr genau was, weil das schon ein bisschen her ist. Aber wir haben sicher wichtige Dinge gemacht. Und wir sind hier schon wieder bei 80% für die nächste Rakete. Sehr gut, sehr gut. Das bringt uns näher an die geschirmte Singularität. Aber was ich noch machen wollte, das weiß ich, das ist hier das Zeug zu automatisieren. Das ist wichtig. Und ich wollte mal schauen, wie es unserem Uran geht. Ja, schon fast 300. Okay, nice. Und hier unten. Das staut sich sogar schon bis hier zurück. Ich lasse das mal noch ein bisschen laufen alles. Und dann gehen wir nochmal runter und laden hier komplett alles voll. Und dann bauen wir die Nuklear-Öko-Waffenfabrik. Genau. Gut. Dann kommt der Spaß jetzt erstmal. Ah, okay. Das Problem ist, dass wir zu wenig Masten... Ah, ich wollte mal Strommasten automatisieren. Jetzt weiß ich wieder, was ich tun wollte. Alles klar. Moment. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Nee, drei verschiedene, ne? Die hier brauchen wir wirklich nicht. Okay. Fangen wir an mit denen. Kupfer, Stahl und Eisen. Eisenstangen. Und Eisenstangen werden einfach aus einem Eisen. Okay. Das heißt, wir können hier unten schon mal... Wie machen wir das am besten? Einfach so, ne? Der hier macht das da. Und... Warte mal. Der hier auch. Und dann kommt hier... Das da und das da rein. Weil das Umspannwerk braucht ja keine Stangen, ne? Richtig. Die brauchen ja nur Kupfer und Stahl. Dann könnte man hier unten... Das ist jetzt ungünstig, ne? Wenn ich das hier absplitte... Okay, ich glaube, wir müssen es nochmal... Stück versetzen. So. Eisenstangen. Und dann hier lang, da lang. So. Und dann... So und so. Zack. So, jetzt Stahl- und Kupferplatte. Da haben wir wieder... Ja. Also wir müssen beides auf die eine hier drauf kriegen. Das denke ich mal ist das Wichtigste. Und hier können wir einfach Kupfer wieder abzweigen. Aber ich will sie nur auf die eine Seite haben. Ich glaube, das ist zu eng. Na doch. So, und dann aber... So. Wenn ich jetzt so mache, dann ist die Seite hier voll mit. Boah, das wird sogar gehen, ne? Der feedet das dann direkt in den rein.
Was wäre hier unten noch mit dem gegangen? Ich finde es nicht immer so schön, aber in dem Fall wäre es jetzt Quatsch, irgendwas anderes zu machen. So. Ich sehe schon, ich brauche jetzt nur noch mit Stapelgreifarmen. Okay, dann, Fließband. Na, warte mal. Ich habe gerade überlegt, wir können das ja mit langen da machen, dann aufsplitten, aber dann gehen wir natürlich das Risiko ein, dass das verstopft. Nee, das ist gar nicht mal so schlau. Ich glaube, da müssen wir nochmal das überarbeiten. Da kommen die. Und zwar. So. Ich glaube, wir müssen hier so lang gehen. Vielleicht schaffen wir es sogar. So hinzukriegen. Also der hier müsst ihr eigentlich locker hier drauf legen können. Ich würde sagen, der kann dann auch einfach. So. Und so. Und dann haben wir hier jeweils die fertigen Produkte. Und dann haben wir in diesem kleinen kompakten Ding zwei verschiedene Strommasten automatisiert. Den, den. Und jetzt fehlen noch die Umspannwerke. Und die Umspannwerke brauchen auch Kupferplatten und Stahlträger, aber erweiterte Schaltkreise. Das heißt, wir bauen das Ding einfach hier gegenüber. Drehen das einmal, sagen Umspannwerke und dann sagt er, okay, passt alles, cool, aber ich brauche halt noch die roten Schaltkreise. Und die können wir ihm geben. So. Die laufen nämlich hier unten lang. Wenn ich das hier hinmache, ist das ist gar nicht mal kritisch, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass das ein Problem ist. Wobei, in der Praxis geht es sogar so. Fertig. No. Ah. So. Wir gehen einfach, wir machen einfach die Umspannwerke unter den Umspannwerken durch. Packen hier einen schnellen Greifer drauf. Und easy going. So, dann begrenzen wir die Sachen hier mal. Hier auf 5 Slots. Die auch auf 5 Slots. Ich glaube, das ist schon teuer genug, der Spaß. Ja, die Stapelgreifarme grubbeln sich hier schon ordentlich was runter, ne? Aber muss ja. So. Dann versorgen wir mal unsere neue Chip-Produktion. Mit den Dingern hier. So. Genau, also die Fusionsreaktoren weiß ich, dass die zu wenig sind, aber deshalb machen wir die bestimmte Singularität. Fällt mir gerade noch ein, ne? Weil
mir der Kommentar gerade einfällt, wo die Roboter aufladen. So. Ob wir jetzt Probleme mit der Ressourcenzuführung bekommen? Wahrscheinlich ja. Aber das nehme ich in dem Fall bewusst in Kauf. Was ist denn das für einer, den ich hier mit kopiert habe? Was ist denn das für einer? Ach, das ist die Kupferline für hier oben. Ich habe sogar das Zugsignal mit kopiert. Das ist natürlich ein Träumchen. So, weg damit. Objekt benötigt. Nee, die Pipes hier, die gehören auch nicht dazu. Okay. Jetzt könnten wir rein theoretisch den Spaß mal anmachen, ne? Und zwar auf dem Band hier kommt Kupfer an. Oder soll Kupfer ankommen? Ob welches ankommt, wird sich zeigen. Dann kommt hier ein Splitter rein. Und dann ziehen wir hier die Hälfte vom Kupfer ab. So. Soweit, so gut. Das hier ist die obere Variante auf Steroiden auch noch, ne? Weil hier sind krassere Greifarme, krassere Bänder und so weiter. Genauso muss dann... Das ist alles sehr weird. Genauso braucht dann der da Kupfer. Und der da logischerweise. Alles klar. Alles klar. Und hier ist es das gleiche. Hier brauchen die überall ein kleines Kürfchen. Ach, der ist... Okay. So, der hier... Die brauchen hier alle Upgrades, auch auf blaue dann, ne? Der hier bekommt von dieser Line. Oh je, Mini. Alles falsch gedreht, so. Und hier... Hier ist noch einer, der bekommt von der dritten. So. Damit hätten wir das schon mal. Und dann haben wir noch dreimal Eisen, ne? So, schauen wir mal. So geht's halt theoretisch auch, ne? Aber gefallen tut mir das nicht.
Gefallen tut mir das nicht. Man könnte natürlich das hier rüberlegen und so, aber will ich jetzt auch nicht. Und dann nehmen wir hier den hintersten und hier dann den vordersten. Das passt dann schon. Achso, nee, ich will ja gar nicht dahin, sondern hier hin. Nevermind. So, dann. Das ist vielleicht einfacher, wenn ich das vorher kurz upgrade. Weil es mir dann automatisch ersetzt. Der hier kommt hier an. Und der kommt da an. Ah ne, Quatsch. Genau, hier wollte ich es ja so machen. Weil wir dann hier den Splitter haben und das hier so machen. Okay. Upgrade-Plan. Alles hier auf diesem Main-Verteiler-Hub-Bereich gedönst wird geupgradet. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Stuff dabei, aber das, was ich dabei habe, kann gern geupgradet werden. So, dann hole ich jetzt neue Fließbänder. Oh, so weit gehen. Ah, jetzt sind die auch fertig. Perfekt. Ach, und die auch schon. Oha. Die machen jetzt noch ein bisschen für den internen Puffer, aber sonst. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt bekommt er hier auch überall Stapelgreifarme, ist eigentlich egal. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Oh, die Tunnel sind voll. Oder verbraucht. Krass. Na, kommt dran. Ja, das ist krass. Alles reinpacken. So. Und Tunnel. 50. Perfekt. So, hier, Full Upgrade. Weil vor allem, wenn das hier steht, kann er hier viel mehr lang transportiert werden. Daher sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ob es das tut, wird sich zeigen. So, ich glaube auch nicht, dass die Bänder reichen, aber... Nee, auf gar keinen Fall reichen die. Und aus.
Dann kommt dran. So. Einmal ausladen. Einmal einladen. Gut. Ah, guck an. So, damit ist das hier versorgt. Und dann leiten wir die Sachen mal hoch. Und jetzt hätte ich gerne einen... Was haben wir denn hier? 3, ne? Das sind 3 zu 3. Dann hätte ich gerne einen 6 zu 6 Balancer. Aber vorher... möchte ich noch die ganzen Klippen hier weghaben. Sprengen machen meine Roboter am liebsten. Zumindest solange es noch was zu sprengen gibt. Wir haben keinen Klippensprengstoff mehr, ne? Wie ging das nochmal? So, dann jetzt ziehen wir es mal hoch. Okay, ich glaube, da müssen wir den Fluss jetzt erstmal ab... Nee, noch nicht. Noch nicht. Warte mal, wir können das eigentlich hier cutten. Okay, und jetzt ein Balancer. Weil da können ja gleich beide Fabriken zusammengebalanced werden. Ne? Das sollte kein Problem sein. Blaupausenbuch. Ah doch, da. Und dann Balancer. Und dann ein 6 zu 6 Balancer. Warte, das hier kann eigentlich auch noch weg. So. 6 zu 6 Balancer. Hast du wieder keine Tunnel? Wow. Okay, der Verbrauch an Tunneln erschreckt mich fast schon. Ui, hier ist alles voll mit Solarpanelen und Batterien. Ui. Das heißt, wir können demnächst definitiv mal mit einem riesigen Solarpark anfangen. Und ach ja, die Rakete ist schon lange fertig, ne? Satellit! Satellit. Weezer. Weezer. Lena, Weezer. Sag schon. Ich bin blind. Da. Feuer. Und da sind die ganzen Forschungsfläschchen. Jawohl. Und jetzt feuerfrei. Gut.
Dann haben wir die wieder gestartet. Dann kann dann die nächste rein. Und dann kommen wir hier mal kurz. Zack, 50. Und dann vielleicht noch doch noch ein paar davon. Splitters haben wir genug dabei. Davon haben wir genug. Okay. Vielleicht sollten wir noch die Masten und die Umspannwerke auffüllen. Jeweils 50 Stück sind sicher nicht verkehrt. So. Oha, es läuft alles voll. Nice. Aber dann können wir ja eigentlich auch hier mal kurz. Und so, ne? Das dürfte jetzt eine Menge von denen werden. So, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir hier jeweils die Dinger, okay. So, jetzt wird die Produktion von beiden Einheiten erstmal voll hier reingeballert. Und wir sollten hier vielleicht auch upgraden auf bessere Belts und so. Das wäre vielleicht hilfreich. Auch wenn sie wieder ein riesiges Drama ist, weil sie wieder alles verbraucht, was wir haben. Aber das alleine dürfte schon eine gewisse Effizienzsteigerung in der Weiterverarbeitung bringen. Und Problem ist, weiß ich nicht wo, im Lag. Okay, Belts aus. Greifarme wahrscheinlich auch gleich aus. Noch sind genug da. Okay. Also Belts, Greifarme. Das ist das Hauptding. Was wir neu brauchen. Okay. So, ich nehme jetzt alles mit. Und Greifarme Nummer 100. Ich glaube, der braucht ein bisschen, um zu berechnen, was er jetzt hat, was er da machen kann, wie es austauscht und so. Ne? Ich merke schon. Der ist ein bisschen überfordert, teilweise. Aber besser so als anders. Ne, eigentlich nicht besser so als... Ne, doch, also besser ein bisschen überfordert und der ist dann langsamer als... Er ist überfordert und macht gar nichts mehr. So meine ich das. Okay. Upgrade completed. Und jetzt müssten wir
diesen Bereich hier. Oh. Gleich. Kopieren. Und zum Beispiel hier einfügen. Nein, das Wasser. Okay, was ist denn jetzt los hier unten? Die greifen die Uranmine an. Oh nein. Die greifen die... Nein. Der Spider-Tron hat keine Waffen, ne? Ich hätte den Spider-Tron Waffen geben sollen. Nein. Nein. Aber warum? Ich hab das doch beschützt. Warte, wenn ich eh schon runterlaufe. Okay, der Spider-Tron ist eh oben. Dann nehme ich auch noch ein bisschen Uran mit. Eieieiei. Okay, noch ist nicht schlimm. Noch haben die... Ich glaube, die können nichts kaputt machen, was zu einem Super-GAU führt. Selbst wenn sie die Zentrifugen angreifen, dürfte das nicht zu einem GAU führen. Theoretisch. Nein. Vor allem wollte ich gerade die Folge beenden, weil ich muss eh für die Gamescom vorproduzieren und muss jetzt kürzere Folgen machen und so und dann machen die einfach Auge. Tot. Wo sind die hergekommen? Sind die hier außen rumgelaufen, oder? Damn it. Kann ich meiner bauen? Ja. Nein, nicht dein Ernst. Ich habe die Dinger oben gelassen und uff. Uff. Ist jetzt immer links neben mir, ne? So, weil hier sind schon die ersten Uransachen ready. Das ist ein bisschen hart vielleicht. Also ready für Öko-Raketen. Ich glaube, das ist nicht wirklich der Fall. So. Ich helfe jetzt mal überall nach, wo ich nachhelfen kann. Und das dann natürlich auch hier und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Okay. Also Kovarex-Anreicherung läuft auf vollen Touren. Okay. Alles repariert. Kann ich zufälligerweise gerade Laser bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Warum habe ich die Warum habe ich ausgerechnet die Schaltkreise weggelegt, um das Uran mitnehmen zu können? Was willst du machen? Hier ist nichts Neues gekommen, ne? Nee. Das wird ganz gut wegverarbeitet, glaube ich. Das Zeug. So, also mindestens ein Laser hier ist definitiv erforderlich. Wir haben das halt hauptsächlich von hier oben geschützt, ne? Und da werden auch immer wieder Viecher gegrillt. Wir sollten das gleich bei der Gelegenheit mal... Oder warte mal, während der die Laser hier baut, kommen wir mal kurz hoch. Und den Kram reparieren. Ja, habe ich repariert, alles gut.
paar Repair-Kits vielleicht noch hinterherwerfen. Okay. Wir brauchen auch Schaltkreise. Ich habe einfach die Schaltkreise nicht mitgenommen. Uff. Aber es ist auch ein bisschen töricht von mir, eine Kernwaffe, Öko-Raketenfabrik unbewacht zu lassen. Ne? Die könnten genau hier durchlaufen, wenn die schlau sind. Aber ich glaube, die sind nicht so schlau. So, eine Rakete noch. Ein Laser noch. Den packen wir irgendwo hier hin dann am besten. Eieieiei. Haben die einfach angegriffen? Ich glaube, es hackt. Und wenn der Spaß hier fertig ist, ich sage euch, dann klatscht's. Aber kein Beifall. Gut. Das sieht doch gut aus. Und dann würde ich sagen, war es das soweit mit dieser Folge und auch der kleinen Aufnahmesession von heute. Lassen wir den ganzen Bums mal laufen. Es wird schon sehr bald sehr witzig werden, glaube ich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und tschüss.